Wir haben einen komplett neuen Account erstellt und werden diesen auf 1 Million Coins bringen, um ihn an euch zu verlosen. Moin Leute, was geht und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir und einem neuen Format, beziehungsweise ein Format, was wir wieder aufrollen, was wir jedes Jahr gegen Ende von FIFA machen. Und zwar traden wir einen Account innerhalb von knapp 2 Wochen auf 1 Million Coins hoch und dann verlosen wir den Account natürlich an euch, beziehungsweise an einen von euch. Und ihr habt euch das Ganze gewünscht, denn ihr meintet, hey, wir haben nicht immer so viele Coins zur Verfügung und wir würden die einfach gerne nachmachen wollen. Und dementsprechend habe ich jetzt mich dafür entschieden, das Ganze immer in den Streams zu machen. Das heißt, es wird sehr wahrscheinlich fast tägliche Streams geben, natürlich bis auf einige Ausnahmen. Aber in diesen Streams werden wir dann sehr viel auf diesem Road to Glory, Trading to Glory Account drinnen sein und viele Trading-Methoden ausprobieren und machen. Die ganzen Highlights aus dem Stream, was wir machen, mit welchen Trading-Methoden wir traden und wenn noch irgendwelche coolen Packs da sind, irgendwelche lustigen Geschichten oder sowas, werdet ihr alles in diesem Video finden, denn das Ganze wird so als Streaming-Highlights stattfinden, aber halt nur auf diesen einen Account bezogen. Diese Art von Video ist natürlich sehr aufwendig, dementsprechend würde es mich riesig freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und schreib mir gerne in die Kommentare, was ich denn noch an dieser Serie verbessern kann, welche Sachen würdet ihr euch mehr wünschen, welche Sachen soll ich in den Fokus stellen und natürlich auch, wenn ihr euch angesprochen fühlt bei irgendwelchen Themen, die im Laufe des Streams und im Streaming-Highlight-Video genannt werden, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, weil eure Meinung interessiert mich zu jedem Thema, was in den Videos angesprochen wird. Chat, guck mal, das ist jetzt unser Team, ne? Das ist unser Team, wir haben den Account jetzt gerade eben neu gemacht, wir haben 0 Coins. Das bedeutet, um irgendwie Coins zu bekommen, weil aus 0 Coins kann ich halt nichts machen, müssen wir in die Games gehen. Das heißt, wir gehen so in 3 Spiele rein und dann fangen wir an zu traden. Und diese 3 Spiele machen wir jetzt einfach instant in Division 10. Ich habe so gar keinen Bock drauf. Und das auf Koop. Kann ich jedem nur empfehlen, diese Kamera einschalten. Dennis, mir geht es sehr gut und selbst... Scheißtag, ja gut. Wenn es ein Scheißtag ist, geht es dir wahrscheinlich nicht so gut. Aber ich hoffe, wir können das Ganze besser machen. Wenn du drüber reden willst, hau raus. Wenn du nicht drüber reden willst, dann lass dich einfach nur aufmuntern und ablenken ein bisschen. So, Division 10. Wie sieht Division 10 aus? Ich habe nicht mal auf das Gegnerteam geachtet, aber das scheint auch irgendwelche Spieler zu sein, die man nicht kennt, wenn man unten die Namen anguckt. In Division 10 wissen die nicht, wo die... Ich schwöre, ja, die wissen ehrlich nicht, wo die Quittentaste ist, Mann. Und wo die Torschuss-Taste ist, auch nicht. Meinung zu Benzema? Wow, 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 wow. Ist schon bekannt, dass er jetzt nach Saudi-Arabien geht eigentlich? Weil ich habe jetzt nur gesehen, dass es bekannt ist, dass er den Verein verlässt. Boah, ich sag dir ehrlich, finde ich mutig. Also irgendwo scheiße, weil Benzema sehr, sehr geil ist. Aber dass der denn auch wahrscheinlich nach Saudi-Arabien geht, Bruder. Endlich, das erste goddamn Spiel ist over, Mann. Eine krasse Toti-Icon, call ich. Ich weiß nicht wer, aber eine krasse Toti-Icon. Let's go. Let's go. Toti-Icon, aber keine krasse. Chat, was sagen wir? Ist das ein L? Wir müssen erstmal ein bisschen Coins erspielen. Und yo, keine Sorge, von dieser Road to Glory, wo wir zu der 1 Million Coins traden, kriegt ihr auch alle Highlights auf YouTube immer zusammen. Also wenn ihr irgendwie eine Folge verpasst oder so, kein Problem. Ihr kriegt das auf jeden Fall hier wieder auf YouTube zu sehen. Erstmal 2 Draft Token Packs. Das ist schon mal sehr geil, um am Anfang Coins zu machen. Das heißt, wir werden Draft zocken und wir werden dann aus den Coins, die wir haben, mehr Coins machen. Das ist die Team... Yo, wo kommt der Neymar her, Digga? Außer, es ist ein Bossig. Wer nicht? Wer nicht? Digga! Ich dachte, meine Innenverteidigung mit Ramos und Kimpembe ist schon ehrenlos. Dennis, willkommen zurück. Aber mit Varane und Kimpembe, Bro, das Team ist heftig. Ich weiß nicht, wie ist diese Paqueta-Karte? Ist die heftig? Ist die gut? Der hat auf jeden Fall krasse Werte. Auf der Bank hat er noch einfach Reus, Lukaku. Oh. Um Diaz, Marquinhos. Alter, bei dir mangelt es echt nicht an qualitativ hochwertigen Spielern. Lukaku würde mich interessieren. Ich habe gestern auch überlegt, den Typen zu machen. So, das heißt, wir gehen ins erste Draft rein, damit wir noch ein paar Coins kriegen. Von den Packs, die wir dann abstoßen werden, weil wir in der ersten Runde safe rausfliegen oder so. Wir gehen rein ins erste Draft. Völlig egal, ob wir das Ding gewinnen oder nicht. Wir wollen nur die Packs, damit wir Coins haben zum Traden. Arbeiten im Einzelhandel. Aber bis 8 Uhr? Also bei uns haben die so Wochenende bis 22 Uhr auf. Und 11 mal 81 Serie A-Pack. Let's go, Henrik. Let's go, Henrik. Machen wir gleich alles auf. In Berlin muss man für 85 Quadratmeter, 90 Quadratmeter, 2000 Euro. Ich weiß, Dennis, das ist geistig. Mein... Nein, ich habe die hinzugefügt. Ich wollte die abstoßen. Egal, wir gucken gleich nochmal nach. Kennt ihr den Typen? Ich habe 300 Wohnungsanfragen gemacht und habe immer noch keine Zusage bekommen für eine Wohnung. Dennis, ich schwöre, ja, ist so. Wohnungsmarkt, egal wo in Deutschland, ist aktuell. Du kriegst nichts. Wenn du jetzt nicht gerade gewillt bist dazu, extra mehr zu bezahlen. Wir ziehen gleich einen Tots, pass auf. Meine Hoffnung liegt auf dem 3... Nochmal 1000 Coins, Chat. Geil.
Draft Token Pack ist eigentlich unnötig. Es hat sich ein 84er verkauft. Ist nicht schlimm, MJ. MG, ist nicht schlimm. Biet die genau wieder an. Ist so eine Mischung aus UV jetzt, weil die keinen guten Content gebracht haben. Verkauften sich jetzt die ganzen 84er in den nächsten Tagen einfach. Ist auch gar kein Problem. Also wirklich, macht ihr da gar keinen Kopf. 84er immer sehr, sehr safe. 10 Coins Pack. Wir öffnen unser 10 Coins Pack. Das erste auf dem Account. Das erste auf dem Account. Bin wieder da, hab schon eine Party gemacht. Kommst du rein? Yes, Henrik, ich komm rein. Sofort, sofort. Eine Sekunde bitte. 83 Doppel. Hier muss mein Tots drin sein. Oh man, no Tots at all. Oh, goddamn. Egal, Rechtsverteidiger brauchen wir für unser Team. Oh mein Gott, jetzt kracht's. Let's go. Komm. 30, 84 plus Spieler. Wir haben meinen Tots. Wichtig und richtig, dass da zumindest einer ist. Brasilien, Innenverteidiger Danilo. Nee, Bremer. Ich habe keine Ahnung, wie viel Bremer kostet. Danilo kostet 30k. Ich glaube, Bremer auch irgendwas in die Richtung, oder? Wow, 5 Man of the Match Karten. Cuadrado, 140k. So, wir starten jetzt mit dem Trading. 6300 Coins haben wir jetzt nach diesem ganzen Bumster fertig mit Food Drafts und allem drum und dran. Und wir müssen jetzt nach einer Trading-Methode gucken und suchen und versuchen, irgendwas Cooles zu finden. Was ich als erstes im Kopf habe, ist immer ganz gerne mit Positionskarten. 1200, okay, welche Position kann der noch? Der kommt noch irgendwie rechts Mittelfeld oder so, ne? Rechter Flügel kann der, okay. Dann wissen wir, der kostet jetzt so für 1000, oh, man müsste schon snipen, ne, für 1100. Gucken wir mal auf dem rechten Flügel, was der so kostet. 2,8, 2,9, 2,5. Okay, das ist eine Trading-Methode, die nicht so gut bei dem zumindest funktioniert. Gucken wir mal weiter. Man guckt so ein bisschen nach dem günstigsten Preis direkt am Anfang. Und wir sehen, okay, da haben wir 900 Coins auf dem RF. Der kann noch LF. Ey, ich wollte nicht jetzt stimmen. Dann gehen wir auf LF rüber und gucken, was der da so kostet. Okay, guck mal, jetzt haben wir hier einen Adama Traoré, der 2,5 kostet. Dann müssen wir einfach jeden Adam... Oh Mann, dieses ganze Menü hier. Zack, den haben wir jetzt hier. Vielleicht habe ich ja schon irgendeinen Chemistry-Style. MC Rettner, was geht? MC Littlefoot. So, hier auf LF. Chemistry-Style habe ich leider gar keinen da. Loco Gago, Männer. So, und 2,4 rauf. Haben ein paar Coins dann gemacht, nicht viel, aber ein bisschen. Die anderen Dinge müssen sich noch verkaufen. Wir gehen jetzt kurz bei Lias in die Packs rein. Kein Tots, ist das ein Bruch? Einfach rein da. Aber war ein gutes 84-3-Mal-Set. Der ist ganz cool. 350, boah. Bro, das wird jetzt nervig. Komm rein, Janis. Sofort, sofort. Lass mich noch kurz auf die Karten hier bieten. Digga, jeder hat schon auf diese Karten 250 Coins geboten seit 4 Stunden. Digga! Der Real Talk? Okay. Wenn du das kannst, mach ich das auch. 24 Minuten, 20 Minuten, 20 Minuten im Voraus. Alles klar. Ich lass mir dich lumpen. Ich mach das jetzt auch, so wie der Typ. 20 Minuten, dann komme ich direkt ins Alchem-Pack rein. Das ist eine Frechheit. Mit Ansage Moore. Okay. Mit Ansage Moore, ich sage... Wir haben mit Ansage... Cafu Prime. Stabile Physis, aber keine Verteidigung. Oh, was heißt stabile Physis? Eigentlich hat er nur Ausdauer. Dann hat er schön nice Dribbling-Werte. Dann noch einmal gute Passen, diese. Sehr gute Passen. Hey, hey, seht ihr das, Chat? 95, 94. Oh mein Gott, Chat, das kann was Krasses sein. Erster direkt. Eusebio. Das ist schon mal nice. Ist eine Prime-IK, ich weiß, aber es ist Eusebio. Skulls. Post Gold! Also ist ja eh egal, aber Post Gold, Junge. Ist das Pirlo Toti? Es ist keine Toti, es ist ein Trophy Titans. Es ist Gerard! Ich sag noch sowas ähnliches wie Lampard und so. Zwei Prime-Icon, aber dafür wenigstens eine Baba-Prime-Icon. Okay, Chat, was machen wir als nächstes? Ich probiere den mal zu snipen, ne? Wenn ich bis dahin keinen bekommen habe. Ich habe aber jetzt einen bekommen. So, Chat, dann haben wir jetzt hier unseren ersten Coins gemacht. Unsere ersten Coins sind da, Chat. Und ich glaube, wir haben einen Adama verkauft noch. Wir sind unseren Adama jetzt auch losgeworden, was sehr nice ist. Weil jetzt können wir uns den nächsten Adama holen. Ja, zack. LF, zack. Nein, nein. Dieses Menü hat geleckt, Mann. Mann, Chat, dieses Menü hat geleckt. Oh. Ist das Krampf, Digga. Ist das krass.
Ich mach das jetzt nochmal, wegen meinem Gewissen. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Und dann komme ich direkt ins Pack rein. Jetzt kein Fehler machen, das Spiel leckt ein bisschen. Das heißt, vorsichtig sein. Und ganz entspannt. Dass man den Torer reinstellen kann. Ja, als LF kostet Adama Traoré 2400 Coins. So wirst du den easy los. Eigentlich. Beleidige mich 63. Mann, ich bin der unkreativste im Namen überhaupt machen. Ich habe einen zweiten Account auf YouTube angefangen. Ich habe den Jannis 62 genannt, weil mir nichts eingefallen ist. Also urteilt bitte nicht über meine Namen, die ich hier gebe. Ich bin, wenn es um Namen geht, ich schwöre, ich glaube, mein erstes Kind nenne ich einfach Stange. Einfach, weil mir kein Name einfällt und ich das Wort Stange irgendwie cool finde. Oder so. Keine Ahnung, weißt du? Baum. Wald. Ewald. Irgendwas in der Richtung. Ewald wäre sogar russischer Name, wäre sogar ganz cool. Ewald, bleib. Komm her. Crespo, Digga. 94 Schusskraft, yo, der hat stabiles Schusskraftstellungsspiel, Abschluss. 90-90. Sieht nach so einem Dalglish oder sowas aus. Kloiwert. Wobei, der hat 92 Abschluss, 94 Schusskraft, 97 Weitschüsse. Okay, holla, 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 holla. Chat, ich glaub, jetzt wird's ernst. Ich glaub, da könnt irgendwie... Oh, was für 93 Sprinttempo, das scheißt jetzt so rein. Die Werte an sich waren beim Angriff eigentlich ganz gut. Frankie. Bosik, du hast dich ernsthaft aufgeladen, dass du 500k-Pack öffnen willst. Ja, macht einfach. Mach einfach. Kurz und schmerzlos. Was ist denn das? 30 Euro? Ja, ne? Kurz mal eben 30 Euro verbraten, Kap. Wenn da jetzt kein Tots drin ist, ich wollte gerade sagen. Ich wollte. Italien, Di Lorenzo. Haben wir heute schon gezogen. Haben wir jetzt nochmal. Ist okay, ist nice. Aber. 92er Rating? Ein bisschen frech, oder? Ein bisschen frech? Minimal frech. Diego Costa, ey. Zwei Tots. Gut, der SBC-Futter ist halt da, ne? Yo, okay. Also, du hast sehr viel SBC-Futter auf jeden Fall bekommen. Aber würden sich 500... Wären das 500k-Chat? Ich glaube nicht, ne? Ich finde Leihspieler so nervig, ne? Ich finde, das sollten die echt mal raushauen. Hab mich so gefreut drauf. Ich schwöre, Mazzola, ja, Mann. Okay, wir gehen einfach rein. Wir haben Klose. Chat, wir haben Klose. Nach 25 Minuten Wartezeit haben wir auch mal ein paar Silberspieler bekommen. Nice! Wir haben jetzt hier 6 Karten. Mit jeder Karte machen wir so 100 Coins. Das heißt, wir haben so 600 Coins nach EA-Gebühren 500 Coins gemacht. Das ist so elendig. Deswegen sage ich euch, Leute, wenn ihr anfangt zu traden, spart immer eure Coins auf. Wenn man mehr Coins hat, ist das so viel einfacher zu traden. Als jedes Mal von 10k irgendwie hochzugehen. Wie viele exakt 84er Karten werden da sein? Weil das ist ja das loweste Rating, was da drin ist. Wir haben einen Tots, das ist selbstverständlich, hoffentlich. Brasilien, Innenverteidiger, Bremer oder Danilo? Ist Bremer, das ist okay. Aber 93er Rating, kann noch was hinter sein. Dann haben wir noch Gabriel Strefezza. Unser Brasilianer verkaufen sich auf einmal. Ich höre eigentlich nie Schlager, ne? Ich habe den Song heute einmal in die Playlist reingepackt. Ich weiß ja nicht. Wir kaufen die für 850, stellen die für 1400 rein. Guck dir bitte dieses Draft an, wie bodenlos ich dieses Draft gerade baue. Aber ich bin der Meinung, diesen Voice-Chat gab es nicht so, dass du den anderen hören konntest, oder? Ja, Bro, wir gehen raus. Ja, gab es. In welchem FIFA? Jetzt Goldpacks regeln. Ich habe es gestern im Stream gesagt, ich sag's heute nochmal. Würde es Sprachchat geben, dass du die Gegner hören könntest und mit denen reden könntest, ich hätte permanenten Konsolenbann. So, in FIFA bin ich nicht so der am krassesten ausrastet. Das ist so, ja, okay, ich reg mich ein bisschen auf, alles ist tutti frutti und dann ist okay. Aber in Shootern spielen wir Fortnite zusammen, spielen wir Call of Duty zusammen, spielen wir GTA oder sonst irgendwas, spielen wir Fall Guys zusammen. Ich schwöre, das ist bei mir fast ohne Boden. Da raste ich so aus. LOL! Ich wusste nicht, dass Pirlo eine FIFA-Trainerkarte hat. Habt ihr das gewusst, Chat? Also ich wusste von Vieira und den ganzen anderen so, ne? Aber von Pirlo wusste ich das nicht. Wow, das waren die schnellsten 3 Minuten. Bist du doch auch schnell? Ich hab 14 Siege geholt in der letzten Weekend League. Bro, kauf El Hernandez für 4k und form den auf LV um. Geht für 8-1 direkt weg. Aber du darfst geben neuen FIFA-Spielern sehr gutes Selbstbewusstsein. Stell dir vor, du bist neu in FIFA und bekommst direkt solche Gegner. Stimmt, true. Oh. Ja, Bro. Ist okay, oder? Ist okay, Chat? Ist okay? Ist der über 300k? Das könnt ihr das nächste Mal zu euren Lehrern sagen, zu euren Chefs sagen oder sonst was. Aber verklagt mich nicht, wenn ihr gefeuert werdet oder von der Schule fliegt. Aber ihr könnt theoretisch, wenn die Leute euch anmerken und sagen, es ist schon wieder zu spät, dann sagst du ganz ehrlich, die Leute, die immer pünktlich kommen, die haben nichts zu tun. Punkt. Und dann guckst du erstmal die Reaktion an.
Wenn du einen lustigen Lehrer hast, lacht der. Wenn du nicht so einen lustigen Lehrer hast, dann lauf. Dein Humor, Junge. Mein Humor ist kacke, Mann. Ich habe gar keinen Humor. Ich sag dir ehrlich, also wenn Leute sagen, so, ja, mir ist Humor, also gerade so im Dating oder so, wenn Leute sagen, mir ist Humor immer sehr wichtig, dann denke ich mir immer die ganze Zeit so, fuck. Weil ich bin nicht absichtlich lustig. Ich sag einfach nur meine Gedanken und wenn ihr lacht, dann freut mich das natürlich, weil es irgendwie witzig ist. Aber ich mach's nicht, weil ich euch zum Lachen bringen will. Also, es freut mich natürlich sehr, ne? Aber ich mach's einfach, es kommt einfach so rüber dann. Also, Hernandez kostet. Der 4 ist nicht ganz richtig mehr. Der ist jetzt auf 4-4 gestiegen. Okay, jetzt schauen wir mal, was der als Linksverteidiger kostet. 7-8, 7-8, 7-6, 7-5. Wir probieren's aus, Chat. Linksverteidiger und jetzt einfach auf 8k stellen. Mal schauen, vielleicht geht er weg. Ich call Jeko und wir haben Smalling. Let's go. King Smalling ist am Stiss. Wow. Kim Manjai, Di Lorenzo, Smalling. Drei Fanta-Karten. Crazy. Und den Haaland haben wir auch noch. Und den Jeko. Wir haben den gecallten Jeko. Ey, wir haben wirklich Beckham. Petit und Van der Sar. Ich kann euch vertrauen. Ich bin stolz auf euch, danke. Weil die Karten ja jetzt wieder ein bisschen droppen. Guck mal, wir sind bei 16k, 17k Chat. Wir haben 17k erreicht. Wir sind nicht mehr weit von den 20k entfernt. Wir sind nicht mehr weit von den 20k. Wir haben hier noch einen Hermoso. Noch einen Hermoso. Oh mein Gott, die sind abgelaufen. Egal, die bieten wir weiter an. Also theoretisch haben wir die 20k, aber wir haben ja jetzt eine Gold-Big-Baba-Methode. Ist der Kollege Schnürschuh? Kann er nicht sein, ey. Es sind ja nur zwei Spieler noch, die wir jetzt anbieten müssen. Jetzt soll ich jetzt einfach drücken. Dann drücke ich jetzt einfach. Dann öffne ich jetzt einfach. Wenn er noch nichts gedrückt hat, dann drücke ich jetzt einfach. Wenn er jetzt schon geöffnet hat, dann hat er jetzt geöffnet und ich wähle aus Versehen ein Icon aus. Okay, was ist da? Vidic Toti, Müller Toti. Nein, laber doch nicht, Chat. Nein, ihr verarscht mich. Müller Toti, never. Never haben wir Müller Toti. Soll ich jetzt random? Guck mal, ich sehe nicht, welche Karte da ist. Ich sehe nicht, welche Karte da ist. Ich will jetzt einfach irgendeine aus, Chat, ne? Ich will jetzt den hier aus. Oder? Gehen wir nochmal so ein paar Mal nach da. Kann ich nach da gehen? Gehe ich öfter nach, wenn ich nach rechts? Wehe, du machst random. Ich mach random, warte. 3, 2, 1. Den würde ich nehmen. Wo wir jetzt drauf... Ich drück natürlich nicht. Aber den würden wir nehmen. Auf wem wären wir drauf? Wir wären sogar auf Müller. Digga, wie geil. Hunter, 15k sagt ihr? Kostet ja. Lol. Ich werde es mal ausprobieren und das Ergebnis seht ihr morgen im Video. Und wir sind jetzt in der Realität angekommen und ihr seht es schon, wir haben 36 Verkäufe und 9300 Coins. Da wir gerade auch die Depays gekauft haben und angeboten haben, wisst ihr also, dass wir die jetzt noch nicht verkauft haben, aber ich kann mal einmal auf die ganzen Verkäufe eingehen. Wir haben im Laufe des ganzen Streams gestern 4 Theo Hernandez Karten verkauft, da hatten wir noch zwischendurch eine Brandkarte. Wir haben einige Hermosos für unter 1000 Coins gesniped und für 1400 Coins verkauft. Wir haben Adama Traorés umgeformt vom rechten Flügel auf den linken Flügel und haben den dann teurer verkauft. Und dann haben wir hier natürlich noch ein paar Packs gehabt von den ganzen Drafts, die wir gezockt haben. Hier noch ein paar Brasilianer, die wir alle erboten haben und danach nochmal verkauft haben. Und hier sind drei Depays, die ich mir heute gekauft habe noch im Laufe des Tages. Und zwar den einen habe ich sogar genau so umgeformt, perfekt für 8400 Coins bekommen. Das war richtig, richtig nice. Also den können wir auf jeden Fall mit Profit verkaufen. Dann haben wir hier noch einen Depay, den ich umgeformt habe. Und hier ist nochmal der andere Depay, den ich ebenfalls umgeformt habe und dem ich dann auch einen Chemistry Style wie Hunter gegeben habe. Dementsprechend habe ich pro Karte hier bei den beiden ungefähr 9500, 9200 Coins ausgegeben. Und jetzt ist natürlich noch das Ziel, bis zur nächsten Episode diese drei Depays zu verkaufen, weil das wäre dann der ideale Start für die nächste Folge. Und da solche Videos wirklich sehr aufwendig sind, würde ich mich riesig über ein Like freuen und bitte auch einen Kommentar. Wie fandest du das Ganze? Welche Sachen könnte ich besser machen? Ich will das Ganze wirklich weiterentwickeln. Dementsprechend ist dein Feedback für mich sehr, sehr wichtig. Und Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, Leute, und ciao.